Liebe Leute, hier ist euer Dragner, herzlich willkommen zurück zu Surviving the Aftermath und ein paar Worte mal wieder vorneweg. Ich möchte euch darauf hinweisen, ich habe ein Mikrofon umgehängt, deswegen werde ich mich wieder anders anhören. Das Mikrofon hängt jetzt nicht mehr zwischen meinen Händen, direkt über der Tastatur unter meiner Nase. Nein, es hängt wieder über mir und schaut quasi auf mich herab. Bitte schreibt doch mal in die Kommentare, positiv, negativ, wie auch immer. Ich sollte wahrscheinlich ein bisschen mehr Hall haben, mich ein bisschen anders anhören. Aber so kann ich wenigstens auf meiner Tastatur rumtippen, ohne dass ich ständig das Mikro irgendwie irgendwo hinhau oder sonstiges. So, Punkt Nummer 2. Ich bedanke mich schon mal an Akon 102 und der Lu64 für den Hinweis mit dem Instandhaltungswerk. Also man sieht, ich habe bereits die Arbeitszone verlegt. Ich habe wieder mal gedumbatzt. So kann man es, glaube ich, am besten sagen. Ich bin aus irgendeinem Grund davon ausgegangen, dass das Instandhaltungswerk, die Leute, die da drin arbeiten, automatisch durchs Dorf laufen und alles reparieren und dekontaminieren, was da ist. Schweigen, genau. Warum geht man von sowas aus? Jedes Gebäude hat eine Arbeitszone, wie man sieht, jedes. Warum geht man dann davon aus, dass das Instandhaltungswerk keine Arbeitszone hat? Ich finde es tatsächlich nicht sehr logisch mit der Arbeitszone, muss ich gestehen. Aber es gibt nun mal eine, ich habe die jetzt mal hier schon hingesetzt, habe zwei Leute schon mal entlassen. Ich wollte ausprobieren, ob diese für diese Zone auch eine einzige Person reicht. Habe dafür zwei Träger mehr. Schauen wir uns jetzt einfach mal an. Also vielen Dank an den Hinweis für den Hinweis. Deswegen erklärt es auch, warum ich ständig alles selber dekontaminieren musste. Ja, keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen doof. Mir wäre es lieber tatsächlich, die Arbeitszone wäre ein bisschen größer oder ich könnte wenigstens noch eine zweite setzen oder wie auch immer. Ich muss ein zweites Instandhaltungswerk bauen. Schauen wir mal. So, wir starten ins Spiel. Ich habe schon auf die Taste mal kurzfristig gedrückt gehabt und die Spezialisten sind auch direkt einsatzbereit anscheinend. Du allerdings nicht. Dann abbrechen. Nee, ist keiner einsatzbereit. Wahrscheinlich war die Meldung einfach nur noch so da gehangen. Plündert die Plünderer, da war etwas. Wir haben wieder mal eine Mission. Ansonsten muss ich mich kurz finden. Wir haben zwei Leute noch in der Kolonie. Gut, dekontaminieren sollte eigentlich auch automatisch gehen. Bau fertiggestellt, großes Feld. Wir wollten... Wollte ich nicht eigentlich... Nein, radioaktiver Niederschlag. Geht das schon wieder los? Geht das schon wieder los? Wie viel Essen haben wir? Wie ärgerlich. Ich glaube, wir... Ah, okay, haben wir auch schon. Wir wollten Sonnenblumen anpflanzen für Benzin. Genau, okay. Dann lasse ich das jetzt erstmal hier. Wir kriegen ja jetzt Niederschlag. Deswegen brauche ich da jetzt gerade nicht großartig weitermachen. Wir erforschen Windkraft. Weil. Vitalisten, diesmal sind sie einsatzbereit. So, was machst du? Gehst hier hinter, okay. Ein bisschen Medikamente plündern. Du bist auf Mission. Du schaust erstmal, was hier ist. Deines Eckchen hier noch. Gar nichts. Einfach mal gar nichts. Dann holst du Plastik. Du bist auf dem Weg. Zurück zur Kolonie. Du wahrscheinlich auch. Nein, du bist in der Mission. Du bist auch in der Mission. Und du gehst jetzt in eine Mission. Okay. Dann schauen wir mal. Werkzeuge gehen zu Ende. Ja, aber wird auch gebaut. Und zwar Standardwerkzeuge. Brauchen wir Stahl? Wie wir wissen, hängen wir beim Stahl immer etwas hinterher. Okay, ja, gut, gut. Wer war denn eigentlich auf dem Weg zu dem Plünderer? Hat da noch niemanden hingeschickt? Verdächtige Leute nähern sich dem Tor. Du konntest nicht kämpfen, die konnten beide nicht kämpfen. Ja. Verdächtige Leute, okay, schauen wir mal. Weite Chance. Eine Gruppe zwielichtiger Individuen steht vor dem Tor und bittet um Einlass. Einer deiner Kolonisten flüsterte zu,
wenn diese Leute dich hereinlassen. Ich kenne sie, dieses widerliche Gesinde. Sie verdienen den Tod und nichts anderes. Die Gruppe weist alle Vorwürfe von sich und fleht dich um. Wir waren bisher immer, immer, immer hilfsbereit. Wir werden es auch diesmal sein. Wir haben zwei Leute zum Kämpfen in der Kolonie. Es wird schon passen. Die Vorwürfe der Kolonisten klingen zwar gravierend, doch du willst die Leute nicht ihrem sicheren Tod überlassen. Du lässt sie herein, wofür sie sehr dankbar sind. Im Gegensatz zu den Kolonisten, deren Hass nur für... Okay. Minus 5 Zufriedenheit plus 4 Kolonisten. Dann ist es positiv, weil die Zufriedenheit wird weggehen. Ist also jetzt nicht so tatsächlich das Problem für mich. Adam ist tot. Nein. Hier wird... gehandelt. Essen haben wir, Strom haben wir, Wasser wird... Aber wir können doch schon große Wasserlager bauen, oder? Ne, große Wasserlager können wir noch nicht bauen. Müssen wir dann auch mal gucken. Okay, wir drehen die Zeit ein bisschen schneller. Wir wollen ja vorwärts kommen. Ich hoffe, die Spielgeschwindigkeit ist einigermaßen okay. Es hat sich bisher noch niemand beklagt, dass ich zu schnell spiele. Sollte also passen. Großes Aktpaket. 7000. Ja, das sollte hoffentlich ein bisschen langen. Kolonist Chloe ist an Altersschwäche gestorben. Okay, okay. Wir hätten noch Platz für 3 Leute. Wir bauen auch noch ein Haus. Ja, unsere Typ ist ja bereit. Du nicht. Du bist auch noch auf Mission. Du bist auf Mission. Du kommst gerade zurück. Dauert allerdings noch. Du kommst jetzt auf jeden Fall auch zurück. War hier nicht irgendwo ein Auto? Bin hier nicht eigentlich mit dem Auto runtergefahren? Ne, hier war das. Hier war das. Okay, dann musst du laufen. Bleibt nichts anderes übrig. Mission abbrechen und Mission ab. Hier werden wir wahrscheinlich gleich aktivieren müssen. Wir haben 10 Träger. Hier passt alles momentan noch. Windkraft 2 abgeschlossen. Insektenfarm. Ich hätte gern hier den großen Trinkwasserspeicher. Gewächshaus. Ah, und das Gewächshaus machen wir jetzt auch mal. Kostet zwar Strom. Worauf wollten wir denn ursprünglich gehen eigentlich? Wir waren hier Windkraft. Ach, den Extraktor. Okay, die Extraktoren machen wir noch mit. Die machen wir auf jeden Fall noch. So, dann warten wir hier auf Holz. Heißt aber, wir bauen auf jeden Fall schon mal eine große Windturbine. Was braucht die alles? Was braucht die? Stahl, ja, Problem. Zement, Schrauben und Komponente. Der Rest ist kein Problem. Setzen wir hier hin. Setzen wir mal hier hin. Okay, jetzt müssen wir dann auch ein bisschen beobachten, was mit unserer Nahrung und so passiert. Nicht, dass wir plötzlich wieder anfangen zu hungern. Wir ernten jetzt, wir ernten jetzt, wir ernten nicht jetzt. Ich wollte die Nahrung nochmal runter tun, weil es geht, ja, jetzt der Niederschlag los. So viel dazu, so viel dazu. Sägewerk ist fertig. Ach, das habe ich ganz vergessen gehabt. Genau. Wir hauen hier auf jeden Fall noch einen zweiten Arbeiter rein. Wir haben die Arbeiter gerade. Und schicken die mal hier zum Holzfällen. Sägewerk. Plünderer. Okay. Spezialist ist ein Einsatzbereich. Mission abbrechen. Mission nicht abbrechen. Kannst. Ja, mal gucken gehen. Forschung, Komponente,
und ein großer Kampf. Du gehst mal auf jeden Fall Komponente holen. Zurück zur Kolonie. Nein, du holst noch hier die Unterhaltung. Zurück zur Kolonie. Bist bald zurück. Sehr schön. Zurück zur Kolonie. Du brauchst noch ziemlich lang dagegen. Du schaust mal, was hier ist. Ja. Die Mäntel nehmen wir auf jeden Fall mit. Und du brauchst noch ein. Gut. Also wir, nächster Kolonist ist gestorben. Gut, ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil in erster Linie sind es mal die älteren Kolonisten. Edward wurde geboren. Ja, sehr schön. Katastrophe beschädigt. Wir haben jemanden hier, oder? Ja. Eine aufgebrachte... Oh je, Mini. Eine aufgebrachte... Wir haben drei Leute drinnen im Tor. Eine Gruppe von erbosten Überlebenden versammelt sich vor dem Tor. Ihre Gesichter sind von Zorn erfüllt und die Hände umklammern ihre Waffen. Mörder, ihr werdet dafür bezahlen, was ihr uns angetan habt, schreit einer von ihnen. Sie machen sich bereit zum Angriff. Nehmen wir an, dass das die paar sind, die vier, die wir vorhin reingelassen haben. Wir sagen ihnen, dass sie falsch liegen. Deine Worte machen die Gruppe nur noch wütender. Sie erscheinen nicht mehr klar denken zu können, selbst wenn sie es wollten. Lügen, wir werden unsere Rache nehmen. Ja, okay, wir schauen mal, was passiert. Ah, wird eine knappe Geschichte hier. Nur vorsichtshalber stellen wir doch mal unsere Leute hier so hin. Wo ist kaputt? Ja, ja, das Tor wurde durchbrochen, ist okay. Aber wir haben über die Feinde triumphiert. Ja, das mit dem Tor, wie gesagt, habe ich noch nicht so ganz raus. Voll stark gestellt, drei verstrahlt. Drei Leute sind verstrahlt. Wir holen hier mal drei Ärzte rein. Wir haben die Leute. Immer noch acht Träger. Spezialisten sind einsatzbereit. Hier wird repariert. Acht Leute verstrahlt, okay. Wir tun hier mal zwei Leute raus. Wir aktivieren. Und hauen hier auch noch drei Leute rein. Jetzt machen wir zwar Minusstrom, aber ist okay. Spezialisten einsatzbereit. Mission abbrechen. Du gehst zu den Komponenten, haben wir gesagt. Du bist auch schon fertig. Okay. Wo ist denn die Happy hier unten? Sind wir auch nicht mit dem Auto hingefahren? Kämpfen kannst du nicht besonders gut. Du gehst zurück zur Kolonie, wobei du könntest noch hier das Zeug einfach mal mitnehmen. Okay, du gehst auf jeden Fall zurück zur Kolonie. Du gehst ebenfalls zurück zur Kolonie. Du gehst hier hinten auf jeden Fall plündern. Ja. Und du schaust mal, was hier so ist. Du bist ziemlich angeschlagen. Oh, du nimmst das Essen hier hinten mit. So, gut. Radioaktiver Niederschlag. Der sollte jetzt so langsam mal vorbeigehen. Ich könnte, oder ich hätte gerne schon wieder meine Ruhe. Baracke, Reparatur, Abrechnung. Hier fehlt noch ein Holz. Fünf Leute verstrahlt. Schaffen wir auf jeden Fall. Ach, das erscheint jetzt automatisch wahrscheinlich, weil es innerhalb des Bereichs zum Reparieren ist. Das ist ja interessant. Jacken gehen aus. Lagervoll, lagervoll. Lagervoll. Wir haben hier aber noch eins. Das ist leer. Ja. Passt. So, große Windturbine. Ja, geil.
Strom, kein Problem. Aber schon wieder hier. So. Wir haben keine Bräder mehr. Wir müssen mal schauen, wo sind Bräder. Ich glaube, wir müssen allgemein wieder suchen gehen. Müssen allgemein wieder suchen gehen anscheinend. Hier haben wir nur Zement. Na gut, dann hol wenigstens dabei mal das Zement. Hier machen wir ganz kurz die Spezialisten. Und dann werden wir ein bisschen erkunden. Du nimmst das Zement mit, haben wir gesagt. Du gehst jetzt mal in die Kolonie. Du läufst auch noch zurück. Du bist da drinnen und du läufst zum Essen. So. Dann nehmen wir hier einen der Kolonisten, die zu Hause sind, und du läufst mal hier oben hin. Den Kolonisten verstrahlt. Ja, der Regen könnte vorbeigehen. Der könnte so langsam mal aufhören. Der nervt ein bisschen. 15 Kolonisten verstrahlt. Jetzt wird's haarig. Wetter. Nora ist verstorben an Altersschwäche. Hört sich hart an, aber nicht so schlimm. Ältere weniger durchfüttern ist ganz in Ordnung. Wir haben ihrer Kolonie treu gedient, deswegen dürfen wir dann nichts sagen. Aber sie liegen halt uns leider auch auf der Essenstasche, gell? Eine Gruppe Überlebender ist angekommen. So. Zwei Kinder, ein Erwachsener, bisschen Essen. Ja, werden wir natürlich annehmen. Ist für uns überhaupt kein Thema. So, dann schauen wir auch noch hier rüber ein bisschen. Kleidung geht zu Ende. Verletzt. Zweigeschossiges Haus ist fertig. Lassen wir jetzt dabei mal. Erst muss der Niederschlag vorbeigehen. Ja. Spezialisten kümmern uns, wenn wir hier noch ein bisschen aufgedeckt haben. Oh, was ist denn hier? Ein Sandwurm? Geh mal weg, komm. Der ist sehr stark. Sandwurm, auch noch nicht gesehen. Okay. Henry ist eine Seniorin, das ist nicht so toll. Dann kümmern wir uns um die Spezialisten. Ist fertig mit Plündern. Dann guck mal noch hier rein. Am. Mal noch. Du bist fertig. Du bist am Plündern. Du läufst nochmal zum Plündern. Kommst zurück. Bist auch fast da, sehr schön. Du bist noch am Plündern und du gehst jetzt plündern. Er ist jetzt echt angeschlagen. Also wir merken uns, hier hinten ist ein Sandwurm. Da müssten wir wohl, Belinda wurde geboren, da müssen wir wohl mit mehreren Leuten mal hinterlaufen. Okay, also Essen passt momentan. Und da ist es wieder vorbei. Wo ist hier noch Essen? Wo ist noch Essen? Wo ist lecker Schmackofatz für unsere Kolonie? Nächste Frage. Hier ist ein bisschen Fleisch. Leider relativ schnell wahrscheinlich aufgebracht. Nur noch 4 Träger plötzlich. Okay, wir warten einfach auf jeden Fall noch, bis das Krankenhaus hier fertig geheilt hat. Hier steht wieder alles auch gut.
Und sobald wir hier fertig geheilt haben, kehren wir das Krankenhaus auch wieder. So, du guckst mal noch hier runter. Oh. Ist doch erfreulich. Hier sind noch zwei harmlose Sachen. Da gehen wir noch hin. Da gehen wir auf jeden Fall noch hin. Oh, du bist auch gleich zu Hause. Sehr gut. Oh, da hinten wären noch Jacken. Die wären an sich wichtig. Aber die sind mir ein bisschen zu weit weg. Wie gut kannst du kämpfen? 15 Schaden. Das ist natürlich gar nicht. Dann gehst du mal hier rüber schauen. Okay. Du bist noch in der Mission. Dekontaminiert. Hier bitte auch. Also ich müsste wahrscheinlich immer nur den Arbeitsbereich verlegen, aber ich finde hier so den Arbeitsbereich standardmäßig eigentlich relativ gut. Handelskonvoi ist eingetroffen. Jawohl. Machen wir gleich mal. Wir wollen hier erstmal dekontaminieren und dann natürlich nächste wählen Sonnenblumen. Damit bauen wir quasi schon mal zukünftiges Benzin oder Öl an. Ah, hier. Aber wir brauchen wieder Essen. Ah, hier sind Bären. Was? Kolonisten werden angegriffen? Wildschwein. Hier. Geht mal auf die Wildschweine los. So. Dann Patienten nichts pausiert. Alle raus. Nächste Seniorin. Und industrieller Abbau ist an. Elektrofabrik. Okay, das ist dann. Das ist halt jetzt die Frage. 18 Sekunden, 18 oder 18 Stunden, 18 Stunden. Ich glaube, wir nehmen die zwei Sachen hier noch schnell mit. Weil wir werden jetzt dann direkt auf das Zeug hier gehen. Ja, auf Plastik jetzt noch nicht unbedingt. Aber wir haben hier irgendwo, genau, unterirdisches Metall. Und auf den wollen wir direkt losgehen. Wir prüfen nur gerade, was eigentlich sonst noch so fehlt hier. Raffinerie ist dann Strom. Zement, Metall, Plastik. Und der Magnetbrenner. Seltene Metalle. Ja, wir. Nein. Dann ist das hier natürlich auch schlecht. Ein umherziehender Händler. Ja. Was handeln wir denn? Wir kriegen 10 Werkzeuge für 12 Holz. Oh. Ah. Noch 170 Forschung für 3 Komponente. Forschung. Die Werkzeuge hätte ich halt gerne, aber ja komm. Machen wir trotzdem. Okay, was ist das jetzt hier? Holzfällerlager. Du musst weichen, Holzfällerlager. So leid es mir tut. So leid es mir tut. Dann brauchen wir den Metallextrakt. Und dann brauchen wir natürlich ein neues Holzfällerlager. Machen wir es so. Dann bauen wir hier eine Straße noch hin. Gut. Ich würde sagen, das passt soweit. Und dann brauchen wir natürlich auch Häuser. Aber jetzt schauen wir erstmal Spezialisten. Du marschierst noch
Hier rüber. Du bist noch in der Mission. Du bist noch in der Mission. Du marschierst auch mal nach Hause. Du guckst. Auch Kampf. Aber du hast noch genügend Leben. Du holst dir hier auch noch die Medikamente, wobei wir eigentlich so viele Medikamente haben. Oder ich fahre hier dann schon mal zurück. Ja, wahrscheinlich fahre ich jetzt. So, du Kämpfer, sobald du fertig geheilt bist, geht's zurück. Oder geht's raus für die Plünderer. Schauen wir uns da mal an. Was ist denn hier? Lager ist auch ziemlich voll. Wie viele Häuser haben wir? Schutzräume. 8 von 59. Ich reise jetzt mal, bevor ich abreise. So, so, dann eigentlich so. Ja, wir machen hier halt einen Weg dazwischen mal rein. Ne, wir reißen erst das Teil hier. Dann wollen wir hier eine gepflasterte Straße und ein zweigeschossiges. Ja. So. Nein. So nicht. Wir bauen auch hier eine gepflasterte Straße. Und da wollen wir das hoch. So. Es gefällt mir sogar noch besser. Das hatte ich vorher gar nicht geplant. Aber das gefällt mir noch besser. Okay, jetzt haben wir leider viele Baustellen. Holzfällerlager ist gleich fertig. Hier brauchen wir Zement, aber da haben wir mehr als genügend. Das ist also auch gleich fertig. Dann kriegen wir zumindest ziemlich viel Stahl. Es kann deswegen warten. Holzfällerlager ist fertig. Weiß ich nur nicht mehr, welches Holzfällerlager wo war. Ich gehe jetzt einfach mal hier unten rein. Sollte das weg sein, ist es halt. Und wir haben eine Person drin. Okay, Leute, das war's jetzt aber erstmal für die Folge. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus.